Wenn ihr oft im Homeoffice unterwegs seid und da die Videokonferenzsoftware Zoom benutzt und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dann bitte unbedingt aufgepasst, dann solltet ihr dieses Video bis zu Ende angucken und das gilt vor allem für den Fall, dass ihr auch einen Apple Mac verwendet, also ein MacBook Pro, ein MacBook oder einen iMac oder MacBook Air, denn in dieser Konstellation Zoom auf dem Mac gibt es ein erhebliches Sicherheitsproblem, Stand Mitte August 2022. Ganz generell also, wenn euch die Videos bei mir gefallen beim Netzkenner, dann lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst oder kommentiert auch kräftig, damit andere Leute diese Videos auch zu sehen bekommen, denn dann wissen die Algorithmen, die Videos, die finden Anklang und dann bekommen es mehr Menschen zu sehen und davon profitieren alle, auch ich und ihr, denn dann kann ich mehr interessante Videos machen. Aber jetzt geht's erstmal los. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Netzkenner. Diesmal geht es um Zoom, dieser sehr populären und weit verbreiteten Videokonferenzsoftware. Die hat ein erhebliches Sicherheitsproblem, hat ein Sicherheitsforscher auf einer Hackerkonferenz Mitte August in Las Vegas gezeigt und demonstriert. Und zwar gibt es in der Auto-Update-Funktion von Zoom. Da gibt es einen Sicherheitsleck, da macht sich Zoom die Sache ein bisschen einfach, nimmt sich alle Rechte, die es braucht, um Updates zu installieren. Und das kann dazu führen, hat der Sicherheitsforscher gezeigt, dass Hacker oder Betrüger über diese Update-Funktion von Zoom Schadcode auf eure Rechner installieren. Schadcode, also Programme, die nicht das tun, was ihr wollt, sondern das tun, was die Hacker wollen. Und das kann dann dazu führen, dass ihr, ohne dass ihr es merkt, Programme auf eurem Rechner habt, die zum Beispiel eure Daten ausspionieren, euch ausspionieren oder irgendwelche Dinge tun, die ihr ganz sicher nicht wollt. Und das kann und solltet ihr, oder das könnt und solltet ihr unbedingt vermeiden. Wie? Indem ihr ein Update einspielt von Zoom. Update einspielen von Zoom, wie geht das, fragt ihr euch vielleicht. Das zeige ich euch jetzt mal. Ihr startet eure Zoom-Software, wie immer, und dann geht ihr in euer Konto, also in euren privaten, persönlichen Bereich und geht da auf die Funktion nach Updates suchen. Und dann wird geguckt, gibt es eine neuere Version von Zoom. Die solltet ihr dann unbedingt herunterladen und auch installieren und dann überprüfen, ist wenigstens Version 5.11.5 installiert. Das ist nämlich die neueste Version seit Mitte August verfügbar, in der das Sicherheitsproblem nicht mehr existiert. Und wenn ihr meint, ihr habt schon die neueste Version, schaut mal nach und überprüft das. Guckt also nach, welche Version bei euch installiert ist. Und nur wenn es wenigstens 5.11.5 ist, könnt ihr euch zurücklehnen und guten Gewissens Zoom weiter benutzen, denn dann besteht das Sicherheitsrisiko nicht mehr. Das zeigt mal wieder, wie wichtig es ist, Updates einzuspielen, sage ich ja immer wieder. Updates einspielen von eurer Betriebssystemsoftware, egal ob auf dem Desktop, auf dem Mobilgerät. Updates sind immer gut, vor allem nicht nur vom Betriebssystem, sondern auch von der Software, die ihr regelmäßig benutzt. Wenn ihr das macht, seid ihr deutlich sicherer unterwegs, denn jedes Sicherheitsleck, das geschlossen ist, kann von Schadsoftware, kann von Hackern und Betrügern nicht mehr missbraucht werden. Liegt irgendwie auf der Hand. Wie immer sage ich am Ende, bleibt bitte neugierig und schaut regelmäßig hier vorbei. Bis dahin, danke und tschüss.